Herzlich willkommen zu einer neuen Projektmanagement-Folge von Bildung Interaktiv. In dieser Folge geht es um den methodischen Ansatz des Projektstrukturplans. Wir starten mit der offiziellen Definition des Projektstrukturplans, kurz PSP, bzw. im Englischen Work Breakdown Structure. Der PSP ist eine vollständige und hierarchische Darstellung aller Elemente der Projektstruktur, wie zum Beispiel Teilprojekte, Arbeitspakete, in der Form eines Diagramms oder einer Liste. Kurz, der PSP stellt dar, was im Projekt zu tun ist, also welche Arbeitsergebnisse und Dienstleistungen zu erbringen sind und auch inklusive der übergreifenden Aufgaben, die im Projekt notwendig sind, wie zum Beispiel das Projekt Risiko und Change Management. Es stellt sich die Frage, wann so ein Projektstrukturplan überhaupt sinnvoll ist. Er ist dann wirklich sinnvoll, wenn Sie vor einem Projekt stehen, das komplexe, schlecht überschaubare Strukturen aufweist, Auslastungsspitzen oder Überlappungen mit sich bringt und oder ein großes Risikopotenzial bei der Projektumsetzung erwarten lässt. Dann ist der Aufbau eines PSPs wirklich sinnvoll. Aber was hilft Ihnen so ein Projektstrukturplan? Er hilft Ihnen bei der Reduzierung der Komplexität des Projektes. Sie erhalten klare Struktur für das Projekt und auch für die zu erbringenden Aufgaben. Und der Projektstrukturplan ist Basis für die Zuordnung der Verantwortlichkeiten im Projekt und für die interne Auftragssteuerung, als auch Basis für die Erstellung der Netzpläne und der Ablauf- und Terminplanung und für die Risikoanalyse und für die Budgetplanung. Wie sieht denn so ein Projektstrukturplan aus? Wir wissen zwischenzeitlich, dass es sich um eine hierarchische Struktur handelt. Die hierarchische Struktur kann beliebig viele Ebenen umfassen. Man startet immer mit der Projektebene und darunter liegen dann strukturiert die Teilaufgaben bzw. die Teilprojekte. Als letzter Gliederungspunkt eines jeden Zweiges steht dann immer das Arbeitspaket. Das kann auf unterschiedlichen Ebenen stehen. Ein Arbeitspaket ist die kleinste Einheit im Projekt, die nicht weiter aufgeteilt wird und enthält zum Beispiel die Punkte Maßnahmen, Aktivitäten, Vorgänge und Verantwortlichkeiten. Für die Darstellung eines Projektstrukturplans kann man die grafische Form wählen, so wie wir sie hier jetzt sehen, als auch eine tabellarische. Zu beachten ist auch, dass jedes Kästchen eine eindeutige Nummerierung, die sogenannte Codierung, erhält und damit kann man im Projekt immer konkret darauf Bezug nehmen. Soweit zum grundsätzlichen Aufbau. Es gibt für den Projektstrukturplan drei verschiedene Gliederungsmöglichkeiten. Die erste ist die sogenannte objektorientierte Struktur, und zwar die Struktur nach den Produktteilen. Nehmen wir als Beispiel ein Projekt zur Konzipierung eines neuen Sportwagens. Hier wären die Produktteile Karosserie, Elektrik, die Bereifung, die Sitze und so weiter. Als zweite Gliederungsmöglichkeit gibt es die sogenannte funktionsorientierte Struktur und die Struktur eben nach Verrichtung der Aufgaben. Das kann für unser Beispiel sein: Entwurf erstellen, Prototyp montieren, Serienfertigung vorbereiten, Materialeinkauf und so weiter. Hier auch mal eine tabellarische Darstellung eines PSPs. Neben der objekt- und funktionsorientierten Struktur gibt es als dritte Möglichkeit die sogenannte phasenorientierte Struktur, also die Struktur nach den Projektphasen. Diese sind klassisch Projektdefinition, Projektplanung, Projektsteuerung und Projektabschluss. Und in die Projektplanung fällt auch der Punkt PSP erstellen. Die drei Gliederungsmöglichkeiten kann man als Reihenform hernehmen für das Projekt. Man kann diese aber auch mischen, je nachdem, was für das Projekt sinnvoll ist. Soweit zu den Gliederungsmöglichkeiten. Jetzt geht es noch an die Erstellung. Hier, bevor ich Ihnen die Schritte erläutere, noch kurz ein Tipp. Die PSP-Erstellung sollte durch Sie als Projektleiter nicht im stillen Kämmerlein erfolgen, sondern es ist sehr sinnvoll, die Keyplayer des Projektes mit hinzuzuziehen. Das steigert einerseits nicht nur die Qualität des Projektstrukturplans, aber hilft Ihnen auch sehr bei der Akzeptanz während der Projektabwicklung.
Nun zu den Schritten. Im ersten Schritt zerlegen Sie das Projekt in Phasen, Teilaufgaben, Teilprojekte, Arbeitspakete. Das kann bottom-up oder auch top-down erfolgen. Im zweiten Schritt legen Sie die Gliederungsstrukturen und die Codierung fest. Im dritten Schritt überprüfen Sie die Struktur auf Vollständigkeit. Das heißt, Sie prüfen, ob alle Komponenten für jede Liefereinheit identifiziert ist und ob auch alle Aktivitäten definiert sind, um die Fertigstellung Ihres Projektes sicherzustellen. Im vierten Schritt führen Sie noch eine Optimierung durch, das heißt, Sie checken nochmal die Zuordnung und die Gliederungsstrukturen. Im fünften Schritt arbeiten Sie Ihre Arbeitspakete aus, inklusive der Zuweisung der verantwortlichen Rollen oder auch Namen. Und im sechsten Schritt lassen Sie sich den Projektstrukturplan am besten von Ihrem Auftraggeber abnehmen. Damit ist die Ersterstellung durchgeführt und im Laufe des Projektes können natürlich auch noch Änderungen entstehen und die werden dann entsprechend in dem PSP mit nachgezogen. Soweit die Ausführungen zum Projektstrukturplan. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich sehr freuen, wenn Sie auf unserer Homepage www.bildunginteraktiv.de oder bei einem unserer anderen Tutorials vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.